Guter Treffer und da liegt er direkt am Boden. Mit der Linken. Voll getroffen und da haben wir mal gesehen, was für eine Power dahinter steckt. Hinter diesem Alexander Müller vom Berge, aber Damiani ist noch mal da. Die Runde geht nicht mehr so lange. Und dann konnte Müller vom Berge da mal zustechen. Da wieder mit der Linken. Ja, gute Kombination von Müller vom Berge, da hätte er auch nachsetzen können. Sein Jab kommt immer wieder durch die Deckung durch. Das Schwergewicht blüht ja auch international auf wie lange nicht mehr. Viele große Kämpfe stehen noch an oder liegen in der Luft. Müller vom Berge bearbeitet seinen Gegner hier an den Seilen. Exzellent, geht da auch mal zum Körper. Jetzt Aufwärtshaken drin. Da hat es wieder mal geklappt mit dieser rechten drüber. Aber jetzt trifft Müller vom Berge auch heftig. Aber Damiani steht. Schöner linker Haken vom Deutschen. 8, dann 10 und Müller vom Berge eben in seinem 5. Gefecht. Da ist das vollkommen normal. Nimmt sich jetzt die kurze Auszeit, die er sich leisten kann. Und dann kommt er eben mit solchen Kombinationen. Ah, schöne Führhand von Müller vom Berge, dann der Aufwärtshaken. Nächster Jab, der da ins Gesicht reinsticht von Damiani. In Schwarz, Alexander, the White Warrior.